Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Herbsttag Medieval Dynasty. Wir haben heute wieder eine lange To-Do-Liste, eigentlich wie immer, wenn ich dieses Spiel starte. Mir gefällt es immer noch, wenn es euch auch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, einen Kommentar und vergesst den Like nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und damit, let's go. So, in der Scheune fehlt uns jetzt ein Mensch. Deswegen sagt die jetzt auch Fehler. Dann gehen wir hier mal mit dem Dünger ganz runter auf 0%, weil den mache ich jetzt immer selbst. Also habe ich mir zumindest vorgenommen. Und ich gucke gleich mal, wie viel Dünger wir noch haben. Dünger haben wir 35. Ja, das reicht eine Weile. Auf jeden Fall. Ich gucke gleich mal, wie die Felder jetzt so aussehen. Wir haben auf jeden Fall Hafer geerntet, genau. Da habe ich aber beim letzten Mal auch schon in der Scheune das ganze Zeug gedroschen. Wir müssen hier noch Roggen aussehen, noch ein bisschen. Da ist die Hälfte des Feldes ausgesät. Das muss jetzt noch im Herbst passieren. Und er pflügt gleich das neue Feld, ja. Das hier ist auch ungedüngt. Ich meine, für das Roggenfeld brauchen wir jetzt erstmal keinen Dünger mehr. Das ist schon alles gedüngt. Das muss nur noch gesät werden. Das ist schon mal gut. Aber eigentlich habe ich doch zwei im Feldschuppen. Ich habe sogar drei im Feldschuppen. Wo ist der Rest? Macht ihr schon Feierabend oder was? Und ich habe gerade gesehen, im Holzschuppen fehlt uns Werkzeug. Das heißt, Sticks and Stones und ein paar... Obwohl, ich könnte eigentlich auch Kupferäxte herstellen. Komm, wir machen mal Kupferäxte. Ich hole mal ein bisschen Kupfer aus der Mine. Die halten dann auf jeden Fall auch ein bisschen länger. Und dann kann ich mir auch selber eine herstellen schon. Aber Eisen habe ich ja noch nicht gesehen. Ist Eisen so eine Ressource, die man nur bekommt, wenn man eine Mine hier drauf platziert? Kann sein, weil es stand ja da irgendwie, dass dann die Mine oder die Höhle sehr viel tiefer wird, ne? Und dann könnte es ja sein, dass man dann mit der Tiefe auch das Eisen bekommt. Komm, ein Vorkommen kann ich noch abbauen. Das hier. Ich glaube, hier ging es raus, ja. Sieht so aus. Hier gehen zwei rein. Warum geht ihr hier rein? Trefft ihr euch hier heimlich, oder was? Will sich noch jemand von der Arbeit davonschleichen? Niemand? Was? Wie? Wo? Was? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Die muss ich jetzt zur Rede stellen. Das gibt's ja gar nicht. Nee, man kann die gar nicht zur Rede... Also, die schleichen sich davon. Hier in die Höhle. Die machen sich einen Fetten. Gibt's ja gar nicht. Ey, solange eure Gebäude immer noch produzieren... Könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber solange die Produktion davon abhängt, dass ihr am Arbeitsplatz seid, dann seid gefälligst am Arbeitsplatz, verdammt nochmal. Habe ich auf mein Mikrofon gespuckt. So, Kupferbarren herstellen, 19 Stück. Ich muss auch mal die Steine loswerden. Die Steine blockieren mich gerade. Also das ist vielleicht eine Möglichkeit, schnell an Steine ranzukommen, indem man einfach... solche Vorkommen abbaut, weil da kommen echt viele Steine raus, muss ich gestehen. So, was brauchen wir jetzt, um eine Kupferaxt herzustellen? Kupferwerkzeuge, Kupferaxt. Wir brauchen Baumstämme. Ja, easy peasy. Na dann. Seht ihr das, wie viele Baumstämme ich habe? Ich habe einfach 160 Baumstämme. Da werde ich oben gleich mal diesen Zaun da oben fertigstellen. Wisst ihr das? An meinen Hollywood Hills da oben, die drei Häuser. Da habe ich doch noch so einen Zaun, der aus Baumstämmen gebaut wird. So, neues Level Produktion. Direkt gelevelt. Sehr gut. Baumeister, langsamer Haltbarkeitsverlust von Hämmern. Handwerker, verputze Bänder. Das haben wir schon, ne? Machen wir mal den Baumeister noch ein Level hoch. So, Kupferaxt. Drei Stück ins Lager rein. Dann können die wieder arbeiten. Und ich habe eine für mich. Das ist die Hauptsache, ne? Wenn ich ein bisschen Arbeit reinstecke, muss immer was für mich bei rauskommen. Deswegen eine Kupferaxt direkt für mich.
So, und ich nehme jetzt nochmal Holzstämme raus, weil wir ja so viele haben. Nehme mal 29. So, und jetzt gehe ich nochmal da hoch und mache diesen Zaun fertig. Oh, hat genau gereicht. Schön. Doch, nee, gefällt mir der Zaun. Jo. Ist ein bisschen stärker als die anderen Zäune. Ja. Ist cool, ist cool. Wie viele Leute können im Grabungsschuppen arbeiten? Kann da nur einer drin arbeiten? Wo ist der Grabungsschuppen? Hier oben. Zwei können da drin arbeiten. Ah. Interessant. Okay, also könnten wir theoretisch noch jemanden besorgen für den Grabungsschuppen, wenn wir noch ein Haus hätten. Aber ein Haus ist ja kein Problem. Ein Haus ist ja gar kein Problem. Wenn wir jetzt hier einfach noch einen Weg hier reinführen und hier ein Haus hinstellen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ein kleines, einfaches oder ein großes. Echt, ich baue nur noch große, oder? Glaube ich besser. Okay, 12 Steine als Fundament ist ja gar kein Ding. Aber ich würde, glaube ich, den Weg hier erstmal noch ein bisschen weiterführen. Ja, doch, gefällt mir. Ja, ich hab jetzt ein bisschen vor, hier unten im Tal noch ein bisschen die Gebäudedichte hochzufahren, ne? Damit hier einfach im Tal unten ein bisschen was los ist. So 12 Steine brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als 12, weil das soll wieder ein Steinhaus werden. So, dann auch ein paar Holzstämme. Auch mal 30. Alter, es ist einfach zu viel Gewicht. 40? Ja, das geht immer noch. Okay, jetzt bearbeiten wir das. Das soll ein Fenster aus Stein werden. Ich mach das mal schnell. Stein, Stein, Stein. Gott sei Dank haben wir gerade so viel davon. Test. Okay. Ja, mein Spiel ist irgendwie hängen geblieben. So, haben wir es jetzt? Ich hoffe. Irgendwie war jetzt alles verstellt hier. Ach, Mann. Ich hoffe, der hat zwischenzeitlich nochmal gespeichert. Oder muss ich jetzt die Hütte nochmal neu bauen? Ah, okay, okay, okay. Ist jetzt alles wieder weg? Ja, ja. Okay, schade, wir fangen, ich mache das gleiche, was ich eben gemacht habe, nur nochmal. Also, seid gespannt. So, wir sind wieder am Hausbau, ich habe jetzt alles nochmal gemacht, die Kupferäxte und sowas alles. Also ich musste komplett das nochmal neu machen, was wir in der Folge schon gemacht haben. Ach, naja, egal, jetzt baue ich das Haus fertig. Und stell erstmal wieder alle Wände und Türen und so einen Schmutz hier ein. Wir könnten auch nochmal gucken, was der Tongarten macht. Also nicht der Musikton, sondern der Ton, der gegraben wird. Dann könnten wir nochmal ein paar Häuser verputzen. Wo es Winter wird, weil wir haben ja jetzt schon Herbst. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen Vorsorge und so. So, ich mach mal ein Dach mit Holzschindeln. Dafür braucht man natürlich sehr, sehr viele Bretter. Und da werde ich mir gleich mal ein paar Baumstämme nehmen und Bretter draus machen. Nehmen wir mal... Alter, nee, es ist viel zu viel. 50 ist viel zu viel. Aber wir können die Steine raushauen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Blöcke brauchen wir auch nicht. 40 Baumstämme jetzt zu Brettern. Okay. Das ist machbar. So, 80 Bretter. Ey, damit müssten wir, glaube ich, das Dach ganz gut decken können. Und wir haben ein neues Level in Gewinnung. Ja. Zwei Fertigkeitspunkte in Gewinnung. Na toll. Na dann, Naturgewalt. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Äxten. Müssen wir eigentlich machen. Müssen wir machen.
Das macht Sinn. Da müssen wir rein investieren. Oh, Roggen wird gesät, sehr gut. Da vorne wird gepflügt und sie macht einfach nichts. Okay, alles klar. Sie fickt ein bisschen. Naja, muss man auch, glaube ich, machen. Ne? Manchmal muss man den Arbeitsplatz auch ein bisschen sauber halten. Aber es gibt natürlich im Herbst jetzt hier viel wichtigere Sachen. Obwohl eigentlich der Kohl kann ruhig, also der braucht jetzt nicht unbedingt, der hat keine Priorität. Holzstämme. Brauchen noch Holzstämme. Die Bretter können wir schon mal wieder hier reintun. Und nimm mal 10 Holzstämme mit. Oder auch 11. Von mir aus auch das. Und die andere Seite habe ich mit Brettern noch gar nicht gemacht. Ach, scheiße. Brauchen wir doch noch mal Bretter. Da drüben fehlen die Bretter. Acht mal drei sind 24. Oha, 1 mal 1 ist schon lange her. 24 Bretter. Dann wäre eigentlich schon fast die 80 Bretter verbraucht hier fürs Dach. Krass. Sehr ressourcenintensiv, so ein Schindeldach. Aber es sieht halt auch geil aus. Muss man jetzt auch mal eingestehen, ne? Oh, was ist das hier? Stroh? Nein, du sollst Holzschindeldach. Oh, das haben wir noch gar nicht umgewandelt. Jetzt brauchen wir noch Holzstämme. Nein. Sind jetzt wirklich lost, die Holzstämme? Oh, lol. Man braucht 12 Bretter. Ich habe mit acht gerechnet, weil der Stroh stand, ne? Ah. Bretter und ein bäumelicher Stamm. Okay, schönes Ding. Regale. Trophäen. Hirschtrophäe. Hirschschädel. Schemata kostet 500. Echttrophäe. Wiesentrophäe, Alter. Krass, krass, krass. Die Schematas, die sind richtig, richtig teuer. Aber irgendwann werde ich das angehen, dass ich da dekoriere. Also, jetzt noch nicht. Weil mir, wie gesagt, die Kohle fehlt. Aber wenn wir irgendwann in Kohle schwimmen und da wir haben so Fuck you Money, dann können wir das. Dann können wir das für das rausjieten. Jiet. Wir keine Stöcker mehr? Warte mal. Stiefel, Stock. Haben wir nicht mehr. Gar nicht mehr. Das ist natürlich nicht gut. Gar keine Stöcker mehr. Warum? Wo sind die ganzen Stöcker hin? Ich möchte hier gerade meinen Flechtzaun ein bisschen aktualisieren. Keine Stöcker mehr. Okay, okay. Naja, also dann, weiß ich auch nicht, wo ich mit denen hin bin, mit den Stöckern. Hab doch eine ganze Weile lang gesammelt. Ich verstehe es gerade nicht, warum wir keine Stöcker haben. Aber wird seinen Grund haben. Ich weiß nur nicht, welchen. Habe ich denn das letzte Mal Stöcker verbaut? Oh. Meine Leute sind durstig. Gib mir mal die 9 Eimer hier und die fülle ich jetzt mal. So 9 Eimer mit Wasser müssten eine Weile reichen. Küche macht noch
macht noch Kohlsuppe, ne? Ja. Ist sie dabei. Aber die wird halt immer gleich vernascht. Die ist sofort weg, die Kohlsuppe. Wir haben schon wieder keinen Dünger mehr. Aber dafür kann ich, dagegen kann ich was tun. Wir haben 14 Dung. Und ich sammle selber nochmal Dung. Also ich hab das jetzt schon so realisiert. Das ist das Ding, ne? Dung selber sammeln ist das Ding. Muss man per Hand tun, weil sich auf den Feldern hier immer noch Dung ansammelt, der aber nicht, der geht nicht in die Produktion. Das heißt, es kommt jetzt niemand und nimmt den Dung hoch, sondern diese Felder in den Ställen, wo die Tiere drauf liegen, da sammelt sich immer noch Dung an, den man dann per Hand absammeln kann. Der hat aber nichts mit dem Dung zu tun, der überhaupt vom Schweinestall produziert wird. Und vom Eselstall wird ja gar kein Dung produziert. Das heißt, da leben wir nur von dem, was wir sammeln. Und ich habe jetzt einfach den größten Teil an Dung selber sammeln müssen. Und das ist anscheinend das Ding in dem Spiel. So. 27 Dünger einfach mal so hergestellt mit ein bisschen Dung. Top. Die Tiere lohnen sich jetzt auf jeden Fall schon. Wenn wir jetzt da 3 Schweine haben, weil wir ja ein weibliches Ferkel wird ja zu einem Schwein, dann haben wir 3. Und das männliche Ferkel wird ja auch zu einem Schwein, das verkaufe ich dann aber. Ja, guck, hier wird schon gedüngt. Top. Das Feld wird irgendwie gar nicht mehr angefasst. Aber das wird wahrscheinlich erst gedüngt, wenn es gesät werden soll. Hier fehlt noch einmal Saat. Ansonsten ist der Roggen ausgesät. Gut. Fällt mir. Ah, okay. Es ist anscheinend noch nicht verarmt. Die machen jetzt nochmal was. Ach, guck mal. Einer geht sogar zu den Kohlfeld. Schön. Sehr gut. Wenn wir den Roggen geerntet haben, können wir unser Tierfutter selber machen. Dann ist Tierfutter auch kein Ding mehr. Ja. Ich stelle mal bei Brennmaterial. Achso, die haben anscheinend die Stöcker verbrannt. Das ist die Reihenfolge, ne? Die nimmt zuerst Brennholz, dann Stöcker und dann Holzstämme. Verstehe. Ich nehme mal Bretter raus. Also Bretter sollen die wirklich gar nicht verbrennen. Und, ja, Holzstämme. Ja, wir könnten jetzt aus dem Holzstämmen noch Brennholz machen. Aber ich lasse es erstmal so. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Wie sinnvoll ist es, aus Holzstämmen Brennholz zu machen? Wie ist da die Rechnung? Macht es Sinn? Verdoppeln wir damit unser Brennmaterial oder vervierfachen wir unser Brennmaterial, weil wir machen ja aus einem Stamm 4 Brennholz. Ist das so? Ihr könnt es ja mal reinschreiben. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, weil ich das nie so wirklich überprüft habe. Ja, Fischerhütte macht hier gar keinen Sinn. Ich habe jetzt mal versucht, die Fischerhütte hier irgendwie zu platzieren. Vielleicht hätte er ja doch irgendwie Fisch gesammelt oder so, aber macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Weil hier einfach das Wasser zu niedrig ist. Was ich meine? Das ist die Fischerhütte. Was habe ich neben gehabt? Das ist die Fischerhütte. Kann ich aber auch nicht reinsetzen. Warte mal, was hatte ich neben? Ach, Küche hatte ich. Lol. Eine Näherei könnten wir theoretisch auch platzieren. Eine Näherei. Könnte ich hier mit in die Handwerkerstraße mit reinbauen? Die Näherei. Damit machen wir auch richtig viel Geld.
Wenn wir da jetzt Flachs und sowas anbauen und Flachsfasern machen, damit können wir auch richtig viel Geld machen. Ich würde die nochmal hier wegnehmen und die anders positionieren. Ich würde die einfach so ein bisschen positionieren. Ja, so gefällt die mir deutlich besser. Und dann ziehen wir einfach hier noch einen Weg bis zur Hauptstraße. Ja. Gefällt mir deutlich besser da. Aber bevor wir die fertig bauen, werde ich erstmal schlafen gehen. So, letzter Tag im Herbst tatsächlich schon wieder. Aber eigentlich müssten wir von der Landwirtschaft her eigentlich nur Roggen aussehen, ne? Roggen, Roggen, Roggen. Und das haben wir ja eigentlich. Das haben wir gemacht. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich für die Fertigstellung sehr viel Stöcker noch, weil die Flechtwände bauen möchten bei der Nähstube. Ja, das wird wieder ein Problem, aber naja, ist schon Stöcker. Und Stroh. Aber bauen wir erstmal die Holzstämme fertig. So, erstmal alles wieder an Stöcken abgegrast, was hier in der Nähe gewachsen ist. Jetzt habe ich über 100 Stöcke und ich glaube, damit kriege ich vielleicht auch den Flechtzaun hier fertig. Vielleicht. Wir schauen mal. Hätte mir gleich noch Stroh besorgen können. Naja. Ja, easy. Flechtzaun fertig, ich habe sogar noch Stöcke übrig. Jetzt können wir das Stroh nehmen und das Dach noch decken. So, Nähstube fertig. Finde ich gut. Auch mit der offenen Wand hier so, so ein bisschen zur Handwerkerstraße. Finde ich gut. Die Handwerkerstraße, also es ist einfach nur eine Ecke in meinem Dorf, wo viele Handwerksgebäude sind eigentlich. Nennen wir es nicht gleich Straße. Aber mir gefällt meine Eco, dass wir zurzeit sehr schnell, sehr gut bauen können. Okay, Stöcker vielleicht nicht, aber das haben wir jetzt ausgestellt, dass die als Ressource für Brennmaterial hergenommen wurden. Und jetzt sollte da niemand mehr Stöcker verbrennen. Hoffe ich. So, genau. Ich wollte ja nochmal gucken, wie viel Ton haben wir jetzt, ne? Das ist ja jetzt noch so ein Ding. 157. Okay. Ich glaube, ich brauche noch Stroh, ne? Stroh brauche ich auch für Tonbewurf. Nehmen wir mal 180 mit. Und wir sind hart überladen. Knapp an der Grenze. Krass. Okay. 15 Tonbewurf können wir machen. Und wir haben ja, wir stellen ja immer 10 her. Also das wird jetzt saftig. Tonbewurf. Damit können wir jetzt auf jeden Fall ein paar Häuser für den Winter safe machen. So. Nee, nicht reparieren, sondern verputzen. Es sieht nicht nur geil aus, sondern es ist auch sehr, sehr nützlich. Manchmal habe ich einen Knoten im Kopf. Habt ihr das auch manchmal? Oh, das ist das Haus mit dem Baby. Guck mal. Ja, schön. Naja, du sollst natürlich im Winter auch nicht frieren. So, fertig verputztes Haus. Viel Spaß. Mein Haus mache ich auch. Fange ich zumindest an. Siehst du, da reicht der Ton nämlich nicht. Aber, boah, krass. Ready für den Winter, würde ich sagen.
Bei den Werkstätten und sowas macht es, glaube ich, gar keinen Sinn. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Es könnte sein, dass die während der Arbeit auch ein bisschen heizen. Damit denen nicht kalt ist. Aber das wäre wieder so eine Frage an die Community. Wisst ihr, ob das Sinn macht? Die Arbeitsgebäude auch zu verputzen. Oder ist es einfach nur ein optisches Ding? Weil dann würde ich ja warten, bis ich die Arbeitsgebäude aufgewertet habe, zum Beispiel hier wie die Werkstatt. Weil Werkstatt 3 wird, glaube ich, aus Stein dann gebaut, ne? Also ich bin nicht mit noch nicht sicher, aber ich glaube es zumindest. Und dann kann ich ja dann das verputzen, damit es geil aussieht. Ich weiß es halt nicht. So, hier noch ein bisschen Dekoration hin. Schöner Zaun. Fetter. Top. Gefällt mir. Ja, hier könnte halt noch eine Bank hin und so, ne? Wo sind denn jetzt hier Bänke? Was muss ich denn dafür bezahlen, um dafür... Alter, ein Schemata kostet 500. 500 kostet ein Schemata. Das kann doch nicht wahr sein. Also, Alter, kostet auch alles 500, ne? Baumstammstuhl. Tische. Alles super teuer. Können wir uns alles nicht leisten. Wir sind ein armes Dorf. Ach stimmt, vor dem Spielcrash hatte ich ja noch da oben die Zäune fertig gemacht an meinen Hollywood Hills da oben. Und das muss ich jetzt natürlich wieder nachholen. Naja, okay, machen wir mal. Aber so langsam ist das ein geiles, funktionierendes Dorf, finde ich, oder? Was sagt ihr dazu, zu meinem kleinen Dorf? Also ich gebe mir sehr viel Mühe, dass das hübsch alles wird. Und gleichzeitig halt funktionabel, ne? Also dass wir hier zwei Holzfäller haben, das ist jetzt auf jeden Fall gut für die Eco. Die machen einen sehr, sehr guten Job. Ich hatte eben schon wieder 180 Baumstämme und habe mit 160 angefangen und habe die ganze Zeit eigentlich gebaut. Haben die ganze Zeit Baumstämme verbaut und die haben halt trotzdem das aufgewirtschaftet. Mehr gemacht, als ich verbaut habe. Und das ist super. So soll es sein. Da können wir wirklich überlegen, ob wir nicht irgendwann jetzt Lager 2 draus machen, damit wir einfach mehr Storage haben. Mehr Raum für Material. Boah, wieder auf den Baumstamm, genau wie beim letzten Mal, habe ich den Zaun fertiggestellt. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Er sucht noch den Weg nach unten. Hat er noch nicht ganz gefunden. Aber, ey, du solltest eigentlich schon arbeiten, Diggi. Naja. Er ist halt ein ganz besonderer Schlag, die auf dem Berg wir leben, ne? Die sind ein bisschen... Aber das sagen die auch von uns hier unten, die wir hier unten leben. Die sagen oben auch, wir sind hier ein bisschen, ne, mit Schugge und so. Was machst du da eigentlich? Weißt du auch nicht. Okay, gut, gut. Nö, dann mach einfach. Mach. Fühl dich gedrückt und mach dein Ding. Ich werde mir hier noch ein bisschen Dünger herstellen. Damit die auf dem Feld einfach was zu tun haben. Immer noch mal ein bisschen Schweinescheiße sammeln. Wie sieht es drin auch schon wieder aus? Räumt ihr auch mal auf hier drin? Oder was ist hier los? Guck mal, 32 Dung. Einfach so. Am Anfang der Folge haben wir auch gesammelt. Hatte ich da schon den Dünger? Ja, den Dünger hatten wir zwischenzeitlich schon mal hergestellt. Also es lohnt sich tatsächlich täglich, da reinzugehen und den Dung selber zu ernten. Zusätzlich zu dem Dung, den der Typ im Schweinestall erntet. Naja, vielleicht ist der Typ auch nur dafür da, um die Viecher zu füttern, ne? So, 22 Dünger hergestellt, mal eben kurz schnell. Top.
So, und mit diesem schönen, wunderschönen Bild würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Evil Dynasty. Mit eurem Captain Dax hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vergesst das Abo nicht, den Kommentar und den Like. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Viel Spaß. Ja, viel Spaß über die Weihnachtsfeiertage. Ich versuche trotzdem jeden Tag ein Video rauszubringen, obwohl Feiertage und so. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, aber das werdet ihr schon sehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Weihnachten, wie auch immer. Oh, Entschuldigung. Wie auch immer. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.